Hallo zusammen, willkommen bei dem Video. Wir zeigen euch heute ein neues Produkt, und zwar den Van 622. Wir sind hier auf der CMT im Januar 2024. Wir haben hier auch schon unser neues Innendesign vom Modelljahr 2024. Wir sehen hier vorne wieder die Dinette, die sich bereits bewährt hat bei unserem 620 und 550er Modell. Wir haben hier einen neuen Tisch, der auch natürlich wieder klappbar und auch wieder ausklappbar ist für maximale Flexibilität. Wir haben Drehsitze mit am Start. Wir haben neue Oberschränke mit eckigen Pushlocks in schwarz-matt, die man natürlich öffnen kann. Für genügend Stauraum, eine Rausfallkante und natürlich Soft-Close mit am Start. Wir haben in den 24er Modellen die neuen Spots, die man 360 Grad einstellen kann, ganz so, wie man sie eben braucht. Und in dieser Elektroleiste ist auch ein USB-Ladegerät mit drin, um eben das Handy komfortabel aufzuladen. Und dieses kann auch in dieser Leiste hin und her verschoben werden. Wenn wir jetzt weiter hintergehen, kommt die Besonderheit in diesem Modell. Anders als der Van 620 haben wir hier keine Längsbetten im Heck, sondern ein Querbett. Dazu später mehr. Deswegen haben wir hier sehr, sehr viel Platz für Küche und Bad. Die Küche besteht hier im Küchenblock wieder aus zwei Flammenkocher mit Piezozündung, einem Edelstahlwaschbecken, Wasserhahn, alles wie gehabt. Hier unten haben wir aber sehr, sehr große Schubladen, sehr viel Stauraum. Alles Mögliche kann hier mitgenommen werden. Ultra viel Platz. Wir haben auch natürlich Soft-Close-Schienen wieder am Start. Alles in schönen matt-schwarze Pushlocks. Helles Furnier. Sehr moderne Innenausstattung. Hier haben wir noch ein kleines Gewürzregal, das ja auch alles gleich griffbar ist in der Küche. Natürlich auch wieder die Spots, die man sich genauso hindrehen kann, wie man das nun mal möchte. Darüber wieder zwei Schränke. Und hier dann das allseits bekannte Bedienpanel mit der Truma CP Plus Bedienpanel, dem digitalen, für die Truma Kombi 4D Dieselstandheizung mit 4 kW. Und hier unten natürlich eins der Herzstücke dieses Fahrzeugs. Wir haben mehr Platz in der Länge, also passt hier ein großer 138 Liter Kühlschrank hin. Das ist ein Tedford Kühlschrank. Wir haben hier sehr viel Platz. Ich gehe mal kurz ins Bad, damit ihr das sehen könnt. Wir haben hier sehr viel Platz im Kühlschrank. Wir haben hier drei Fächer in der Tür. Hier haben wir vier verschiedene Fächer. Hier unten das Getränke, die Getränkeschublade, ja, alles problemlos verstaubar. Hier oben natürlich auch ein Eisfach, wo sehr viel Eiswürfel oder eben auch Gefriersachen reingehen. Und natürlich haben wir diesen Platz nicht nur auf der Beifahrerseite genutzt, sondern natürlich auch auf der Fahrerseite. Wir haben hier drin ein geräumiges Badezimmer mit wirklich geräumiger Dusche. Das wurde im Vergleich zum 620 um 30 cm verlängert. Wir haben auf dieser Seite weiterhin die Toilette, die natürlich rausgedreht werden kann, wenn man auf die Toilette muss. Alles soweit gut. Hier oben kann man auch Klopapier einhängen. Und hier ist das Waschbecken, was hier rausfaltet. Alles stabil, wird hier rechts abgelegt. Und das kann man natürlich auch verschieben, so wie man es braucht. Und dann geht es direkt hier in den Abfluss. Hier sind keine knickbaren Teile, die aufgeben können mit der Zeit. Das ist alles gemacht, um auch zu halten. Wir haben den Wasserhahn hier hinten drin. Hier oben noch ein kleines Ablagefach und darüber das Licht. Großer Spiegel, sehr offen gehalten, alles sehr gut. Und wenn wir das jetzt wegfalten und mit dem Pushlock arretieren, haben wir hier eine einteilige Duschtür. Ganz wichtig, hier klappert nichts, da geht nichts lose. Ein Teil, oh, ich muss das Toilette wieder zurückschieben, damit die zugeht. So, und wenn wir die hier rüberklappen, haben wir hier eine Dusche, wo man wirklich Platz hat. Ja, also man hat hier einen großen schwarzen Duschrost und hat hier Kopfhöhe. Also ich bin 1,75 Meter und habe trotzdem hier noch Kopfhöhe übrig. Habe natürlich auch Schuhe an, was man normalerweise nicht hat in der Dusche. Also hier können auch größere Leute komfortabel duschen, weil man eben hier einfach 30 cm mehr Platz gewonnen hat. Ja?
Und natürlich haben wir hier eine Schiebetür mit dabei, die das Ganze sauber abschließt und natürlich das Wasser auch in der Dusche hält. Hier die Mischarmatur, warm und kalt natürlich. Und unten im Eck, wie auch schon der 620, ein Heizungsausströmer von der Heizung und darüber ein Haken. Das heißt, auch im Winter bei Regen oder eben bei einem Skitrip kann hier das Badezimmer als Trockenkammer genutzt werden. Hier kommt ein Heizungsausströmer rein, Dachfenster hier oben leicht öffnen, ja, mit der Kurbel. Dann hat man einfach hier einen wunderbar belüfteten, beheizten Raum, um seine Klamotten, Skisachen etc. alles sauber zu trocknen. Und wenn die tropfen, gar kein Problem. Wir stehen ja in der Dusche, wo die Duschwanne einfach in den beheizbaren Abwassertank abfließt. Genau, kommen wir weiter nach hinten. Wie schon erwähnt, haben wir nicht die Längsbetten vom 620, weil wir dafür natürlich keinen Platz mehr haben, aufgrund der Küche und dem Badezimmer. Wir haben hier ein Querbett eingebaut, 1,91 Meter in der Länge und dafür unfassbare 1,51 Meter breit. Also sehr komfortabel. 1,50 Meter Breite sollte mehr als ausreichend sein für zwei Personen. Darüber natürlich auch wieder Oberschränke, die Lichter, die allseits bekannten. Und hinten natürlich auch nochmal eine Ablage und USB-Ladebuchsen plus natürlich diese kleinen Schwalbennester, wo man seine Bücher etc. oder Handy verstauen kann, ohne nochmal aufstehen zu müssen. Genau. Unter dem Bett haben wir dann, wie bereits beim 23er Modell, beim 620, Laderaum. Wir haben links und rechts Schiebetüren. Auf der Beifahrerseite haben wir wieder Batteriefach mit allen Sicherungen, alle Elektronikgeräte zugänglich. Und auf der Fahrerseite, wie bereits bekannt, haben wir die Truma-Heizung. Alles zugänglich durch den Schiebetüren. Falls etwas sein sollte, gar kein Problem. Wir haben Verzurpunkte auf dem Boden. Hier ein Trennbrett, damit nichts nach vorne fliegen kann, was natürlich auch entnommen werden kann, falls man mal lange Gegenstände transportieren möchte. Die kann man dann bis vorne durchladen. Das sind viele, viele Meter, die man hier Platz hat. Also auch während einem Umzug etc. gar kein Problem. Man kann auch die Lattenroster rausnehmen, wenn man mal wirklich das Fahrzeug als Transporter benutzen möchte. Genau. So. Das war der Van 620. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so war, lasst doch gerne ein Abonnement da und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!